Herr, das hätte Daniel beinahe alles erzählt, wenn in dem Moment nicht Patricia reingekommen wäre. Na, dann hat doch alles wunderbar geklappt. Alle haben mitbekommen, dass das Gold weg ist. Jetzt sind alle in heller Aufregung. Und eure Silke wird bald damit beschäftigt sein, ihre Sachen zu packen. Wenn er nachfragt, was sie ihm eigentlich sagen wollte, vielleicht kommt er ja auch selbst drauf. Dann lass dir schon mal eine gute Ausrede einfallen. So, und jetzt überweisen wir endlich das Geld auf das richtige Konto. Ich habe schon alles vorbereitet. Du musst nur noch dein Passwort eingeben. Wie schön, dass du dich alleine an meinem Laptop betätigt hast. 9.500 Euro. Ja, ich habe alles kontrolliert. Es stimmt. Also schick es einfach los. Schön. Und wieder ist ein Teil unserer Zukunft gesichert. Unsere Zukunft? Dass ich nicht lache. Du weißt ganz genau, dass du für all das hier meine Hilfe brauchst. Ein Stück von dem Kuchen ist sowieso für mich. Du kannst wohl nie genug kriegen. Ich kann ja auch ganz schnell wieder verschwinden, wenn du möchtest. Noch haben wir nicht genug Geld zur Seite geschafft. Ja, und dafür bin ich einfach unentbehrlich für dich. Die ganzen Scheinfirmen werden uns dann schön das Geld auf die Cayman-Inseln schicken. Wenn alles funktioniert. Natürlich wird es funktionieren, wenn niemand etwas mitbekommt. Wenn Frau Mertens doch noch Daniel von dieser fehlgelaufenen Überweisung erzählt? Glaub mir, die hat bald ganz andere Probleme. Daniel kann bereits Verdacht geschöpft haben. Er vertraut mir nicht mehr. Ach, und jetzt bist du traurig, weil dein Lieblingssöhnchen dich nicht mehr lieb hat. Ach, das geht dich nichts an. Ich werde Daniels Vertrauen zurückgewinnen. Und wenn nicht, dann sonnst du dich eben auf den Cayman-Inseln. Ich habe gar nicht vor, Falkenthal zu verlassen. Ich weiß, nur im äußersten Notfall. Und der kommt manchmal schneller, als man denkt. Und das hier, das behalte ich als Entlohnung. Dafür, dass ich mich um eure Sekretärin gekümmert habe. Es gibt doch nichts Schöneres als Gold. Sagen alle Parvenus. Emporkömmlinge. Neureiche ohne Stil. Mit diesem Thema kennen wir uns wohl aus. Was, Frau Krüger? Ach, pack es weg. Es könnte jemand reinkommen. Zuerst wollte ich es ja der Gans vom Empfang in die Handtasche schmuggeln, aber dann dachte ich mir, wozu die Verschwendung? Die fliegt doch so. Wollen wir es hoffen. Wenn Daniel erstmal diese Überweisung in die Finger kriegt. Dann siehst du alt aus. Wir? Dann sehen wir alt aus. Könntest du mal die Küchenfee anklingeln? Ich würde mir trotzdem gern ein Glas Champagner bestellen. Immerhin haben wir was zu feiern. Das haben wir nicht. Wenn die dumme kleine Mertens uns schon auf die Spur kommt, dann ist es doch nur eine Frage des Zeitens. Es wird schon schief gehen. Die Scheinfirmen sind eingerichtet. Alles andere passiert im Computer. Keiner wird was merken, jedenfalls nicht vor der nächsten Inventur. Und bis dahin sind wir längst verschwunden. Ich hoffe nur, Daniel wird sich wieder beruhigen. Ja. Ich komme einfach nicht mehr an ihn ran, seit er weiß... Seit er weiß, dass du verantwortlich bist für die Trennung von Julia. Hast du nichts anderes im Kopf? Denk lieber an deine Zukunft unter Palmen. Ach was, Palmen. Ich will, dass mein Sohn mir wieder vertraut. Er ist meine Zukunft. Die Manufaktur ist meine Zukunft. Knast macht eben hart. Jetzt hör auf zu heulen. Schließlich hast du ihn selbst da reingesteckt. Hallo. Kathi. Du hattest mit Annabelle Streit, oder? Streit ist übertrieben. Anstatt zu streiten, sollte sie dich lieber bemuttern. Schließlich hast du eine harte Zeit hinter dir. Hör zu, ich möchte nicht darüber sprechen. Sorry, ich wusste nicht, dass euer Verhältnis so schwierig ist. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich würde dir gerne helfen. Nein, vielen Dank, wirklich nicht. Außerdem kann da niemand mehr helfen. Es ist einfach zu viel passiert. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an, aber was ist denn eigentlich passiert? Es gibt Dinge, in die darf sich eine Mutter nicht einmischen. Sie wollte bestimmt nur dein Bestes. Das wollen Mütter doch immer. Nein. Sie wollte das Beste für sich. Sie hat mich immer nur benutzt. Annabelle? Ich habe das Gefühl, ich muss mich vor ihr schützen. Das ist aber jetzt hart. Was willst du machen? Immerhin ist sie deine Mutter. Ja, das ist sie.
Vielleicht müsst ihr euch einfach mal richtig aussprechen. Du meinst es bestimmt nur gut, aber ich komme schon klar, wirklich. Meine Oma hat immer gesagt, Vergebung ist die größte Tugend. Ja, das mag sein. Wenn ihr einen Schlussstrich zieht unter die alten Geschichten und einfach nochmal von vorne anfangt. Ich kann keinen Schlussstrich ziehen. 6.915. Klingt gut, oder? Ich bin gerade dabei, dein Kapital aufzustocken. Bisschen mehr Aufmerksamkeit habe ich verdient, findest du nicht? Was? Hallo, ich bin's, deine liebe Nichte, die dir gerade aus der Patsche hilft. Ich bin wirklich nicht zu Scherzen aufgelegt. Ich scherze nicht. Denkst du an dein Muttersöhnchen? Halt dich zurück. Es klang wirklich nicht so, als würde er sich so bald beruhigen. Hast du mit Daniel über mich gesprochen? Sagen wir mal so, ich habe versucht, ihn versöhnlich zu stimmen. Ach, lass es. Ich brauche deine Hilfe nicht. Nur dann kann ich ja gehen. Ach, er vertraut mir einfach nicht mehr. Ich meine, wundert dich das jetzt wirklich? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich noch machen soll. So schnell wie möglich von hier verschwinden, würde ich sagen. Moment, hier stimmt was nicht. Was ist denn? Die Überweisung hängt fest. Ich komme nicht auf den Server. Zugang verweigert. Hast du dein Passwort geändert? Nein. Warte mal, wir haben das gleich. Annabel Gravenberg hier. Hören Sie, da stimmt irgendetwas nicht mit meiner Verbindung zum Netzwerk. Wie bitte? Ach, ja. Gut, ich werde das gleich klären. Danke. Wiederhören. Was ist? Daniel hat meinen Zugriff auf das Firmennetzwerk sperren lassen. Sieh an, sieh an. Dein Sohn ist ja doch nicht so ein Trottel, wie ich am Anfang gedacht habe. Immerhin hat er ja recht mit seinem Misstrauen dir gegenüber. Willst du mich provozieren? Nichts lege mir ferner, liebes Tantchen. Ich sag doch nur, wie es ist. Immerhin hast du die Manufaktur um einige hunderttausend erleichtert. Wie Daniel wohl reagiert, wenn er das erfährt? Das wird er nicht. Ich werde dafür sorgen, dass er wieder zur Besinnung kommt. Und nenn mich nicht immer Tantchen. Dann froh, dass wir nicht verwandt sind. Ja, Tantchen. Du kannst froh sein, dass dein Sohn nicht eins und eins zusammenzählt und erkennt, dass du seine Ex umbringen wolltest. Also an deiner Stelle, ich würde so schnell wie möglich meine Sachen packen und von hier verschwinden. Ich wüsste auch schon, wohin. Kommt gar nicht in Frage. Nicht nachdem ich so hart gekämpft habe, werde ich nicht einfach so aufgeben. Na, dann nehme ich sie eben. Ich bin sowieso schon viel zu lange in diesem Nest hier. Das wirst du nicht. Ich brauche dich hier noch. Wofür? Auf die Firmenkonten hast du doch eh keinen Zugriff mehr. Abwarten. Ich habe schon zu lange gewartet. Ich werde von hier verschwinden. Dann wird der Flughafen deine Endstation sein. Du wirst mich nicht bei der Polizei verraten. Tatsächlich. Es wird die Polizei sicherlich sehr irritieren, warum du mir über Wochen hinweg Zuflucht gewährt hast. Leg dich nicht mit mir an. Das hat noch niemandem gut getan. Du vergisst, mit wem du sprichst. Angenommen, ich verschiebe meine Abreise. Wie willst du Daniel dazu bringen, dir zu glauben, wenn du ihm nicht mehr als Guten Morgen sagst? Ich kenne meinen Sohn. Für ihn war die Familie immer das Wichtigste. Und genau damit werde ich ihn überzeugen, dass er sich nicht einfach so gegen mich stellen kann.